3 Bundespolizisten müssen sich seit heute vor dem Zwickauer Amtsgericht verantworten. Den Beamten wird vorgeworfen, gegen das Betäubungsmittelgesetz verstoßen zu haben. Die 40, 42 und 35 Jahre alten Angeklagten sollen im Zeitraum von März 2013 bis Ende Oktober 2014 in rund 20 Fällen, einer der Angeklagten sogar in rund 40 Fällen, Betäubungsmittel in der Tschechischen Republik erworben und in die Bundesrepublik eingeführt haben. Bei den Betäubungsmitteln handelte es sich um die gefährliche Droge Crystal Meth. Die Beschuldigten gingen bei ihren Taten nach einer besonderen Strategie vor. Den 3 Angeklagten wird zur Last gelegt, dass sie sich ihr Wissen als Bundespolizeibeamte zunutze gemacht haben, indem sie immer dann die Drogen aus der Tschechischen Republik nach Deutschland gebracht haben, als es in Anführungsstrichen windstill war. Das war so ein Wort, das benutzt wurde, wenn keine Kontrollen zu erwarten waren. Einer der Angeklagten als Dienstvorgesetzter soll insoweit Einsicht in die Dienstpläne gehabt haben und gewusst haben, wann Kontrollen sind und wann nicht. Obwohl Alexander S., Steve R. und Sascha H. auf diese Weise versuchten, den Drogenschmuggel zu vertuschen, konnten sie trotzdem gefasst werden. Zu den ermittlungstechnischen Dingen wird im Prozess viel gesagt werden. Ich kann nur so viel andeuten, dass hier auch Handyüberwachungen wohl möglicherweise stattgefunden haben. Ein Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz zieht Geldstrafen sowie Freiheitsstrafen von bis zu 5 Jahren nach sich. In einem Fall soll einer der Angeklagten eine nicht geringe Menge besessen haben. Dort ist eine Freiheitsstrafe von mindestens 1 Jahr zu erwarten. Insgesamt drohen den 3 Angeklagten jeweils Freiheitsstrafen von erheblichem Ausmaß. Geplant war, die Beweisaufnahme heute abzuschließen. Sollten die Angeklagten schuldig gesprochen werden, droht ihnen der Verlust des Beamtenstatus. Im schlimmsten Falle könnten sie sogar ihre Pensionsansprüche verlieren.